ein halbes Grad Celsius ab. Und das wollen einige Forscher nachahmen. Flugzeuge zum Beispiel sollen Schwefel in die obere Atmosphäre bringen. Das Schwefelpulver wird dem Kerosin beigemischt und bei der Verbrennung in den Triebwerken entsteht dann Schwefeldioxid, wie bei einem Vulkanausbruch. Die Schwefeldioxidteilchen streuen das Sonnenlicht und reduzieren die auf der Erde ankommende Strahlung. Entlang der weltweiten Flugrouten soll das Gas global verteilt werden und die Erderwärmung bremsen oder sogar stoppen. Doch Schwefeldioxid ist giftig. Zwar behaupten die Befürworter, in so großer Höhe sei die Lebensdauer des Gases zu kurz für ein Absinken auf die Erdoberfläche. Eine Garantie dafür gibt es allerdings nicht. Umschichtungen in der Atmosphäre könnten für eine böse Überraschung sorgen.